Er hat nie von einem aufregenden Leben geträumt. Ganz im Gegenteil, er wollte Normalität und die wurde ihm jetzt geraubt. Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Russian opposition leader Alexei Navalny. Alexei Navalny. It's one of Putin's most vocal political opponents. Alexei Nawalny enthüllte die Korruption der russischen Eliten. Der treueste Anhänger unserer Arbeit, der mich auch vergiften ließ, ist Wladimir Putin. Nawalny wagte es, Putin als Präsidenten herauszufordern. Er überlebte knapp einen Mordanschlag mit dem Nervengift Novichok und landete schließlich im Gefängnis. Er wollte nie ein toter oder inhaftierter Held sein. Und obwohl ihm die Konsequenzen klar waren, ging er diesen Weg weiter. Selbst in Isolationshaft gibt Nawalny nicht auf. Dabei weiß er, solange Putin im Kreml regiert, kommt er nicht frei. Als russischer Journalist habe ich Nawalny mehr als 15 Jahre beobachtet. Ich kenne Menschen, die ihm nahe waren und in ihm den geeigneten Präsidenten eines besseren Russlands sehen. Wieso lieben wir Menschen wie Gandhi, Martin Luther King oder Nelson Mandela? Weil tief in uns allen der Wunsch lebt, dass es unter uns Helden gibt. Alexei Nawalny ist so ein Held. Ich kenne aber auch andere, die Nawalny heute kritisch sehen. Vor allem sein Streben nach Macht. Alexei Nawalnys Weg ist sehr komplex und widersprüchlich, fast tragisch. Ich habe miterlebt, wie Putins Diktatur Nawalny veränderte und wie er zu einer Geisel des russischen Machtsystems wurde. Wer ist Nawalny? Diese Frage bleibt offen. Klar ist, er ist Putins größter politischer Gegner. Doch was er politisch darstellt, wissen nur wenige. Lange habe ich heimlich an einem Film über Nawalny gearbeitet. Alle Unterlagen, Videos und Interviews versteckte ich im Blumenladen einer Freundin. Nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, musste ich, wie andere, die schon vorher unter Druck geraten waren, das Land verlassen. Ich schmuggelte meine Kiste nach Berlin. Hier kann ich nun endlich Nawalnys ganze Geschichte erzählen. Es war ein Morgenflug. Ich erinnere mich, dass ich ein Taxi zum Flughafen nahm. Wir fuhren die Treppe vom ersten Stock hinunter. Ich drehte mich um und Alexei stand da. Er sah ganz frisch aus und lächelte. Wir scherzten mit ihm, lachten, machten Fotos. Etwa 40 Minuten nach dem Start fragte die Flugbegleiterin über Lautsprecher, ob ein Arzt an Bord sei. Ich blickte zum hinteren Teil des Flugzeugs und sah Alexei im Gang liegen, dort, wo die Küche ist. Er gab seltsame Geräusche von sich. Als ich auf die Toilette ging, fragte ich die Flugbegleiterin, was denn los sei. Sie sagte, er hat sein Bewusstsein verloren, ist ganz blau und blass. Wir dachten, dass er stirbt. Jahrelang wurde Nawalny bedroht. Im August 2020 verübte der russische Geheimdienst schließlich einen Giftanschlag auf ihn. Er fiel ins Koma. Nach 2 Tagen 10 Verhandlungen mit dem Regime bekam sein Team die Erlaubnis, ihn in die Charité nach Berlin auszufliegen. Was haben Sie damals gefühlt? Wut? Ohnmacht? Wut, Ohnmacht, Hass, alles davon. Mich verbindet eine lange Freundschaft mit Alexei. Und als die Frage nach der Bezahlung der Krankenhauskosten aufkam, habe ich gesagt, dass ich auf jeden Fall dabei bin. Er war körperlich noch ziemlich schwach, als ich ihn das erste Mal nach der Vergiftung sah. Doch geistig war er ganz der Alte. Er scherzte, sprach sogar über den eigenen Tod. Alexei Nawalny
wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Привет, это Навальный. Hallo, ich bin's, Navalny. Ich weiß, wer mich umbringen wollte. Ich weiß, wo sie wohnen. Ich weiß, wo sie arbeiten. Ich kenne ihre echten und ich kenne ihre falschen Namen. Und ich habe ihre Fotos. Wie man dagegen kämpfen soll? Du kannst nicht gegen Leute kämpfen, die in ihrem Arsenal den roten Knopf, Nachrichtendienste und Auftragsmörder haben. Das ist ein riesiger Apparat, finanziert mit unseren Steuern. Bevor er nach Moskau flog, habe ich ihm ein letztes Mal geschrieben. Ich wünschte ihm viel Erfolg und schrieb, dass ich ein sehr schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache habe, aber dass ich hoffe, dass am Ende alles gut werden würde. Er antwortete sofort: Vielen Dank, Mascha. Was für ein Flug. Guten Tag, Alexei. Guten Tag, Julia. Als Alexei nach der Vergiftung im Januar 2021 nach Russland zurückkehrte, wurde er am Flughafen sofort festgenommen. Man brachte ihn auf das Polizeirevier des Bezirks Rimki, wo es ein Schnellverfahren gegen ihn gab. Warum findet eine Gerichtsverhandlung im Polizeirevier von Rimki statt? Das verstehe ich nicht. Warum habe ich keine Vorladung erhalten? Dieser Fall ist ohnegleichen. Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren als Gerichtsreporterin und habe noch nie erlebt, dass eine Anhörung auf dem Polizeirevier stattfand. Das war sein letzter Tag in Freiheit. Seitdem schloss sich eine gegen ihn verhängte Haftstrafe nahtlos an die andere an. Es mutet an wie ein persönlicher Rachefeldzug Putins. Dabei steht ein ganzes System gegen Nawalny. Millionen Beamte, Propagandisten, Polizisten, Richter und Gefängniswärter wissen genau, was sie tun. Das russische Strafvollzugssystem bietet 1 Million Möglichkeiten, Menschen körperlich und seelisch zu quälen. Sie stülpen Nawalny nicht etwa einen Plastikbeutel über den Kopf, so wie sie es in vielen russischen Strafkolonien tun, sondern sie foltern ihn psychisch. Zusätzlich wird er in Isolationshaft gesperrt. Er hat kein Recht auf Besuche, Telefonanrufe oder Post. In Isolationshaft gibt es keine persönlichen Gegenstände. Man verwehrt ihm warme Kleidung, sogar warme Socken. Das heißt, Gefangene in Isolation frieren immer. Und Nawalny muss 200 Tage im Jahr in diesen Bedingungen leben. All das wissen wir von Nawalny selbst. Denn irgendwie schafft er es sogar aus der Isolationszelle heraus, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Sein Team hält geheim, wie das genau funktioniert. Aber auf jeden Fall erscheinen Nawalnys Äußerungen regelmäßig in sozialen Netzwerken. Um die Verbindung zur Außenwelt zu kappen, unternahmen die Behörden den unglaublichen Schritt, 3 von Nawalnys Anwälten vorübergehend zu verhaften.